Da bin ich wieder. Tja, wer ist hier von uns wohl eher einsam? Leute wie ihr, die hier Stund um Stund am PC sitzen, die auch mitten in der Nacht ihre Kommentare oder Dislikes abgeben? Ja, ihr seid die Einsamen und das wisst ihr auch. Alle Leute, die auf YouTube sich andere YouTuber herauspicken, um sie zu diffamieren, diskreditieren und so weiter, haben arge Defizite. Das seid nämlich ihr alleine, nicht ich. Aber ich habe was beschlossen. Ich werde aus diesem Kanal hier Klartext einen Kanal machen, den ich zuvor an anderer Stelle hatte, wo ich auch erfolgreich mit war, wovon ich was verstehe. Stichwort Filme, Schwerpunkt Horrorfilme. Ich werde, so wie YouTube das zulässt, man den Namen wieder ändern kann und ein anderes Logo einfügen kann, den Kanal in Midnight Cinema 67 umtaufen. Und dann werden hier wieder Film-Reviews von mir besprochen. Abgefilmt mit meiner guten Actioncam vom Fernseher und Trailershow und so weiter. Und damit ist mir am meisten gedient, wenn ich mich darauf konzentriere, hier was Schönes zu machen. Denn Horrorfilme liebt auch ihr Hater und Trolle. Und da haben wir was gemeinsam. Ja, das ist dann auch kein klassisches Met mehr, wie ich das bisher hier in euren Augen geliefert habe. Also aus Klartext wird wieder Midnight Cinema 67. Das dauert in der Regel immer so 2, 3 Monate, bis man den Namen wieder ändern kann. Und ihr könnt ja auch mal kreativ sein. Ihr könnt mich ja mal unterstützen. Lasst euch doch mal ein passendes Logo einfallen, aber kein albernes und kein sexistisches, sondern ich denke da an irgendwas mit dem Vollmond, dann vielleicht Freddy Krüger mit eingebaut oder was von Hellraiser oder wie auch immer. Klassische Horrorfilmfiguren oder aus S. Den habe ich mir neulich geholt. Die Neuverfilmung gefällt mir besser als das Original aus den 80ern. Also seid kreativ. Und dann, wie mit tropfendem Blut geschrieben, Midnight Cinema 67. Seid kreativ. Dann wird das was. Soll niemand behaupten können, man kann mit mir nicht klarkommen. Ja, wenn man mir normal begegnet und nicht andauernd hier auf die Kacke haut. Man kann mit mir ganz normal kommunizieren. Der Ton macht bekanntlich die Musik. Und wenn ich in der Vergangenheit ziemlich ausgerastet bin vor der Kamera, dann lag das auch immer nur an euch und an eurem Terror, an mir, bis ins reale Leben hinein. Ja, wie es in den Wald reinschallt, schallt es auch wieder raus. Also, seid kreativ. Ihr könnt das gerne dann, aber ihr müsst das auch in so einer Größe machen, dass ich das dann einfügen kann beim Kanalbild anpassen. Nicht, dass ich dann noch großartig irgendwie friemeln muss. Ja? Also, seid kreativ. Ihr seid aufgefordert. Es gibt ja auch ein paar kreative Köpfe unter euch. Ja, entwerft schon mal für den Filmkanal hier Midnight Cinema 67 ein passendes Logo. Und dann kann ich das in 2, 3 Monaten einfügen. Und dann auch ein paar meiner Filme, die ich schon mal hochgeladen habe, wie Texas Chainsaw Massacre, was sehr beliebt war, und auch Tanz der Teufel und so weiter, wieder hochladen.